Hallo! Hallo! Bald ist Weihnachten und das Christkind steht bald vor der Tür. Und geht es euch auch so, dass eure Zehen schon kribbeln vor Vorfreude auf das Weihnachtsfest? Und damit das Warten nicht ganz so lang wird, tun wir eine Geschichte mit euch zusammen. Frei erzählt nach Astrid Lindgren, Weihnachten in Bullerbü. Und dann wünsche ich euch ganz viel Freude beim gemeinsamen Turnen. Weihnachten in Bullerbü. In Bullerbü gibt es drei Höfe, den Nordhof, den Südhof und den Mittelhof. Im Südhof wohnen Ole und Kerstin, im Mittelhof wohnen Lasse, Bosse und Lisa und im Nordhof wohnen Inga und Britta. Und Weihnachten ist es so, dass alle Kinder mithelfen müssen. Zuerst wird Feuerholz geholt. Mit dem Schlitten stapfen sie in den Wald. Und holen sich Feuerholz. Jetzt haben wir ein schönes großes Stück Holz hier vor uns. Und rollen es zum Schlitten. Und es wird weitergerollt zum Schlitten. Und wenn wir kurz vor dem Schlitten sind, heben wir die eine Seite hoch, rups, und schieben den Schlitten drunter und dann wird es auf den Schlitten gelegt. Und manche Hölzer sind so groß, dass das so nicht funktioniert. Man kann es nochmal probieren, nochmal hochheben, aber die sind einfach zu groß und schwer und ich kriege sie so nicht auf den Schlitten drauf. Deswegen ziehe ich die Hölzer jetzt ganz hoch, um sie auf den Schlitten zu legen. Die Lin macht jetzt ihre Hände da an den. Genau. Und ziehen wir sie ganz hoch und gehen ein bisschen zum Schlitten. Und dann kann das Feuerholz da abrollen. Macht sich klein und rollt einmal auf den Schlitten drauf. Jetzt haben wir das Holz alles oben drauf. Und können mit dem Schlitten zurück nach Hause ziehen. Kerstin, die kleinste von den Bullerbü-Kindern, die darf oben drauf sitzen. Und es ist jedes Jahr machen sie das so, dass sie das jüngste Kind obendrauf aufs Holz werfen. Dazu können sich jetzt die Erwachsenen so auf den Rücken legen und die Kinder, die setzen sich hier auf die Schienbeine drauf. Und hier die Füße sind sowas wie die Rückenlehne. Dann kommen die Hände unter die Füße der Kinder und dann kann man sie so ein bisschen hochkicken und oben auf den Schlitten setzen. Gemütlich fährt der Kerstin mit oben auf dem Schlitten. Und die Strecke ist lang, deswegen wird Kerstin langsam müde da oben drauf und schläft mehr und mehr ein. Dazu schiebe ich jetzt mal einen Fuß so ein bisschen quer und den anderen Fuß, den schiebe ich unter die Achsel von der Lin. Und dann kann sie da liegen und einschlafen. Gemütlich. Und angekommen. An dem Hof wird das Holz wieder runtergeholt. Wir zeigen euch jetzt nochmal, wie man in diese schöne Liegeposition auch ein bisschen anders kommen kann. Die Kinder können sich hier nebenstellen und ich lege einen Fuß an die Innenseite, gebe beide Hände und der andere Fuß kommt an die Achsel und dann kann ich die Linda hochholen. Die streckt sich. Und dann kann sie da einschlafen, ganz gemütlich liegen. Und so kann ich sie wieder auch runterholen. So, das Holz ist jetzt da. Und dann geht es nochmal in den Wald. Diesmal mit den Erwachsenen zusammen, weil die Kinder die Weihnachtsbäume für die Höfe holen. Einen für den Nordhof, einen für den Südhof, einen für den Mittelhof. Und einen Weihnachtsbaum für den Großvater von Britta und Inga.
Sie schnallen ihre Skier an und schon geht's los. Dazu legen sich die Erwachsenen wieder auf den Rücken. Die Kinder stellen sich an den Kopf und halten sich an den Füßen fest. Ich mache hier wieder eine Hand und dann die andere Hand unter den Fuß. Jetzt springt die Lin hoch und los geht's mit dem Skifahren. In den Wald hinein. Oh, Skifahren. Vom Wald tragen sie den Baum in Großvaters Zimmer, stellen ihn dorthin, gucken sich den wunderschönen Baum an und dann schmücken sie ihn alle miteinander. Dann ist der Weihnachtsbaum prächtig geschmückt. Es fehlt nur noch der Weihnachtsstern oben auf der Tannenbaumspitze. Und dazu klettert Kerstin auf die Schultern von Ole. Dazu könnt ihr eure Kinder einfach hier an der Hüfte nehmen und auf die Schultern setzen. Die Lin macht einen Zwischenschritt auf meine Beine und dann setzt sie sich auf meine Schultern. Und dann kommt der Weihnachtsstern oben auf die Tannenbaumspitze. Und den legen wir jetzt einmal so hin. Und runter geht's. Dann machen wir eine Drehung hier auf den Schultern, dass die Lin vorne sitzt. Ich halte sie an den Schultern fest. Und dann geht's mit einer Rolle nach unten. Und angekommen. Und als der Weihnachtsbaum geschmückt ist, gehen sie in ihre Zimmer und packen ihre Geschenke ein. So, dann stehst du einmal auf. Das Geschenk, das sind jetzt wir, die Erwachsenen. Und wir werden jetzt schön eingepackt. Und zwar so eingepackt, dass wir nachher fest verschnürt sind. So. Und so auch sitzen. Und die Kinder gucken mal, ob sie das Geschenk schön so hinkriegen, schön einpacken können. Und die Erwachsenen dürfen auch immer mal wieder aufklappen dabei. Okay. Geschenk ist fertig eingepackt und dann geht's nach draußen in den wundervollen Schnee. Endlich einen Schneemann bauen. Die Kinder holen sich ihre Mützen, setzen sich Mütze auf, Schal und dicke Handschuhe. Und dann geht's nach draußen und sie machen Schneemannkugeln. Wir haben jetzt eine Kugel hier. Das ist unsere Schneemannkugel. Die ist auch so ähnlich wie das Geschenkpäckchen vorhin ganz fest eingepackt, diese Schneekugel. Und damit sie größer wird, rollen wir sie noch ein bisschen durch den Schnee. Größer und größer wird sie. Eine riesen Kugel ist sie mittlerweile. Und als die erste fertig ist, wird die zweite Kugel weitergerollt. Und diese Kugel, die muss jetzt natürlich auf die erste Kugel draufgesetzt werden. Für die Lin ist es da angenehmer, wenn sie noch ein Kissen am Bauch hat. Das könnt ihr euch auch noch schnell holen. Da kommt jetzt noch ein Kissen.
Und dann faltet sich die Schneekugel wieder schön zusammen. Und ich heb jetzt die Schneekugel auf die erste Kugel drauf. Und zwar greife ich da auf das Kissen den Bauch von der Lin. Und die Lin bleibt schön, eine schöne, kompakte Schneekugel. Und ich heb sie hoch. Ich kann sie auch ein bisschen rumschleudern und den anderen mal zeigen. Guckt mal, was für eine tolle Schneekugel ich hier gebaut habe. Oh, und dann kommt sie auf die erste Schneekugel drauf. Oh, ups. Und danach singen sie Weihnachtslieder, essen Mandarinen und knacken Nüsse. Und nach werden sie müde und müder und fallen in ihre gemütlichen Betten. Und nachts träumen sie davon, wie sie mit dem Rentierschlitten durch die Wolken, durch den Nachthimmel ziehen. So, die Lin legt sich jetzt mal auf den Bauch und macht sich ganz fest. Und dann fliegt sie gleich durch den Nachthimmel. Ich nehme sie hier an den Oberschenkeln und dann kann sie eine Schubkarre machen. Und dann ziehe ich sie immer weiter zu mir ran, dass ich unter ihren Bauch greifen kann. Und dann fliegt die Lin durch den Nachthimmel. Auf dem wilden Rentierschlitten. Und dann rollen sie runter von diesem Rentierschlitten. Kannst du nochmal so durch den Bauch hängen? Eine Rolle runter in die Wolken hinein. Jetzt brauchen wir ein paar Kissen. Und springen von Wolke zu Wolke. Und irgendwann entdecken sie, dass sie auch wunderschön geschaukelt werden können auf diesen Wolken. Dazu braucht es noch eine Decke. Dann können die Kinder sich auf die Decke legen. Und werden geschaukelt auf dieser weichen, weichen Wolke. Und wenn ihr keine Decke habt, könnt ihr auch die Kinder an Fußgelenk und am Handgelenk nehmen. Ich drehe dich gerade mal einmal. Fußgelenk und Handgelenk und könnt sie da schaukeln. Und dann wird es morgen und ein Kind nach dem anderen wacht langsam wieder auf aus diesem wunderschönen Rentiertraum. Und daran sind sich alle einig. Oh, wie schön ist Weihnachten. Und Lisa seufzt. Ach, wäre nur ein bisschen öfter Weihnachten. Und wir wünschen euch natürlich auch ganz wundervolle Weihnachten, dass das Christkind bei euch vorbeischaut. Und natürlich wünschen wir euch auch ein gesundes und glückliches neues Jahr 2021. Bis wir uns dann wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.